Lieutenant Carl Fairburn. Gute Arbeit auf San Cellini, besonders in Anbetracht der Umstände. Viele tapfere Männer starben auf der Orchidia. Sorgen wir dafür, dass ihr Opfer nicht vergebens war. Wir müssen Kessler finden. Ja, hab schon gehört, dass sie schnell auf den Punkt kommen. Übrigens, ich bin Jack Weaver. Das OSS weiß ihre Eile sehr zu schätzen, Carl. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Was wissen Sie über Heinz Böhm? Der Schlechter von Bologna. Ja. Böhm ist ein sadistisches Schwein und aalglatt. Wir wissen noch immer nicht, wie er aussieht. Obwohl man sein Werk mittlerweile überall sehen kann. Wir glauben, er kontrolliert Kessler. Böhm finden, Kessler finden. Verstanden. Ihre Leute meinen, man sollte sich beim hiesigen Widerstand Hilfe holen. Nach unseren Erfahrungen mit den Partisanen könnte das schwierig werden, aber wir versuchen's. Ich brauche einen Namen und einen Ort. Ihre Anführerin ist eine Frau namens Sofia Di Rocco. Man nennt sie auch den Engel. Sie finden sie in der Stadt. Na schön, ich versuch's. Karl, hören Sie. Die Nazis haben eine Rastrellamento durchgeführt. Sie haben die Stadt durchkämmt, Partisanen zusammengetrieben und womöglich haben schon die Exekutionen begonnen. Wissen Sie, wo sie sind? Wenn ich das bloß wüsste. Das Partisanenhauptquartier. Danach sollten Sie Ausschau halten. Schon dabei. Karl? Das hier ist ein Pulverfass. Wir brauchen nur jemanden, der es entzündet. Hey, hört sich nicht gut an. Sie müssen Lieutenant Fairburn sein. Ich soll Sie zu unserer Anführerin, Sophia, bringen. Wir nennen sie den Engel. Ich finde den Weg selbst. Die Faschisten haben ein Rastrellamento durchgeführt und unsere Leute aus der ganzen Stadt geholt. Der Engel plant ihre Rettung. Scheint eine mutige Frau zu sein. Sie kennen den Kommandobefehl? Der Führer kann befehlen, was immer er will. Sie sind ein Kommando. Das heißt, sie werden eher erschossen, als dass man sie gefangen nimmt. Das macht Ihnen keine Angst? Das ist Berufsrisiko. Schön, dass Sie den Tod nicht fürchten. Davon haben wir hier zu viel gesehen. Schauen Sie nur auf den Friedhof. Die vielen Toten dort sprechen ganze Bände. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Ich höre Sie, Rotfuchs. Ein US-Aufklärungsflugzeug hat am Stadtrand einen Sendeturm ausgemacht. Der Funker muss ausgeschaltet werden, bevor er Verstärkung rufen kann. Und der Scharfschütze auch. Ende. Hab verstanden. Ende. Italien. Ach, wie ich's liebe. Mal wieder hier zu sein. Letztes Mal in Hitman 2 waren wir ja hier. Nee, ich glaube Hitman 3 war's. Und jetzt sind wir hier in Sniper Elite 4. Gut, wir müssen den Engel treffen. Eine Partisanin. Während die Faschisten schon hier ein bisschen Scheiße gebaut haben. Aber wir wollen das ja auch hindern. Wir wollen hier irgendwie Kessler aufhalten, weil der so Raketen, die steuerbar sind, befeuert. Aber erstmal schleichen wir uns hier durch. Na, schöner Arbeitstag hier. Ah, oh, Italien. Da war doch ein Kerl. Da war dieses Geräusch. Oh, geile Blutspritzer. Gehen wir mal weiter hier. Hier fährt auch so ein Boot lang. Und da ist sogar ein Sniper, warte mal. Also er hat ja auch gesagt, hier ist irgendwo... Verdammt, ein Scharfschütze. Genau, er hat ja gesagt, das ist ein Scharfschütze. Ist das der sogar? Ja, das ist der Scharfschütze. 200 Meter. Muss man einstellen, 200 Meter. Ja, nee, mach mal 300 Meter für Sicherheit. Gut.
Er bewegt sich, scheiße. Nee. Warte mir. Jetzt. 3, 2, 1. Ja, wahrscheinlich habe ich da jetzt nicht getroffen. Das war rot und ich habe auf den Kopf gezielt, aber okay. Junge. Sowas ärgert mich. Du hast es eigentlich, aber das Spiel lässt dich das nicht zu. Da im Turm, verdammt, ein Scharfschütze. Wie treffe ich ihn nicht? Es macht ja keinen Sinn. Guck mal, da kapiere ich diese Spiellogik nicht. Ich schieße genau auf den Scharfschützen. Da im Turm, verdammt, ein Scharfschütze. Ja, Karl, das hast du schon mal gesagt. So, warte, Karl. Drei, zwei, eins. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und, scheiße, da oben ist ein Scharfschütze. Ist das sogar der, der mir gesagt wurde? Ja, das ist sogar der Scharfschütze. Okay, wie kriege ich den da weg? Ich leg mich einfach hier auf den Boden. Dann zieh ich. Ja, das ist die beste Idee. Ja, guck weg. Warten. Warte, jetzt war eigentlich gut. Nein. Meine Zielhilfe will ich. Muss mir eine andere Position suchen. Kann ich von hier aus schießen? Ja, kann ich sogar. Das war nicht One-Shot! Dann erst jetzt. Nee, das will ich nochmal anprobieren. Es hat nicht mal gespeichert. Egal. Müssen wir uns jetzt hier durchkämpfen. Weg mit euch! Ihr habt hier nichts zu suchen in Italien. Oh, hier ist ein Offizier. Erstmal den Offizier töten. Sieht aus, als hätte mir es geklärt. Ich weiß nicht warum, aber es sieht ein bisschen aus wie Sapientia. Aus Hitman. Soll das hier eine Referenz darstellen? Okay. Finde das Hauptquartier der Partisanen. Durchsuche den Friedhof. Finde den Scharfschützen. Ach, die haben noch einen Bericht, da muss ich auch noch hin. Finde den Funker, bevor er Verstärkung ruft. Lass mich erstmal hier die Hauptquest machen. Wir müssen jetzt hier rein. Kommt man hier irgendwo rein? Ja, ich hab's geschafft. Ach kacke, die sind da oben. Dann klettern wir schnell hoch. Karl, mach schnell! Karl! Ja! Oh nein, Karl, hoch mit dir. Ah! Ich mein Arsch abschießen. Da will ich noch schön kacken gehen, Alter. Okay. Hier ist keiner. Fuck. Fuck. Kann ich hier einfach runterspringen? Als ob du das überlebst, Karl. Richtiges Talent. Okay, wo ist das? Nee, ich geh weg davon. 24 Meter.
Ah, ich weiß, wo es. Ist da explodiert, Junge? Ah, ich hab's gefunden. Das ist sicher das Hauptquartier. Aber wo steckt Sophia? Vielleicht finden wir hier was, was uns hilft. Rucksackladungen. Die werde ich wohl brauchen. Steht da auch ein Hinweis? Das hoffe ich mal. Okay. Nee, es sagt mir jetzt nichts. Ist sie zur Burg gegangen. Ah, jetzt. Erreiche Sophia in der Burg. Da ist der Engel zur Burg geflogen. Die Burg ist anscheinend hier, genau. Wir müssen hier erstmal rauf. Oh. Lecker Apfel. Oh. Hä? Wieso reden die hier eigentlich Italienisch? Also ja, irgendwie soll es Sinn machen anscheinend, weil die sind ja in Italien, aber das sind alles Deutsche. Warum sprechen die Italienisch? Kurz den Offizier töten, wenn ich gerade halb abgeknallt werde. Sorry. Ich muss durch. Was? Was passiert jetzt? Verdammt, jetzt Verstärkung. Verstärkung. Scheiße! Verdammt nochmal! Wir müssen uns beeilen. Okay. Jetzt heißt es, ich habe Scheiße gebaut. Ah, da war er sogar. Aber zu spät. Jetzt sind hier schon so viele Nazis. Das ist ein bisschen blöd. Da hinten mal den Laster mitgenommen. Gott, wir können weiter. Hier müsste sie sein. Die kommen. Schön aufpassen. Okay, lauf, 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 Karl. Sie müssen der Engel sein. Wir müssen reden. Der SOE-Scharfschütze. Schön, Sie hier zu sehen. Sie hat uns gerettet. Worauf warten Sie noch? Reden wir.